Friends, I'm back again. Ich bin wieder da und zurück, um jetzt wieder ordentlich durchzustarten, würde ich sagen. Und ja, bin jetzt quasi wieder zurück und kann jetzt wieder loslegen mit Videos drehen, mit Vloggen, mit ganz viel erledigen und alles mögliche machen. Ich habe sehr, sehr viel zu tun und freue mich aber, dass ich dafür jetzt endlich Zeit habe, das zu machen. Und ja, ich werde jetzt auch wieder mehr vloggen hoffentlich und mehr Videos drehen. Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder Zeit zum Videos drehen und da wird auf jeden Fall auch einiges kommen. Und ja, was in den letzten Wochen so bei mir abgegangen ist, ich war von früh bis abends arbeiten und bin dann nach 10 Stunden kaputt nach Hause gekommen und gefühlt gleich schlafen gegangen. Und ja, in der Zwischenzeit habe ich aber abends meistens, ich habe zwar gerade gesagt, ich bin immer kaputt, aber ich bin jetzt nicht gleich ins Bett gegangen. Aber ich habe bei mir angefangen aufzuräumen und auszumisten. Und ich wollte dabei auch eigentlich vloggen, aber irgendwie habe ich es dann nicht so gefühlt. Vor allem, weil ich es immer bloß so für eine Stunde gemacht habe und das hat sich dann natürlich über die ganzen Tage immer gezogen. Und deswegen habe ich dann nicht gevloggt. Aber ich habe meine Kommode ja komplett ausgemistet, aufgeräumt. Meine andere Kommode, aua, mein Arm. Meinen Schrank da hinten, meinen Schminktisch habe ich auch fast fertig. Hier kommt auch noch ein kleiner Schrank weg. Mein Bücherregal habe ich komplett umgeräumt. Ich habe jetzt eine Hälfte, also ich habe ja zwei Bücherregale. Ein Bücherregal sind jetzt komplett ungelesene Bücher. Das andere Bücherregal sind gelesene Bücher. Und ja, das habe ich auch komplett umgeräumt, aber da wird es auf jeden Fall jetzt bald oder demnächst eine Bookshelf-Tour geben und ein Video mit meinen ungelesenen Büchern und sowas. Also da werde ich euch auf jeden Fall updaten. Mein Kleiderschrank würde ich noch machen, der ist fast fertig, aber da wollte ich auch noch mal ein bisschen was ausmisten bzw. aufräumen. Und ja, sonst wurde ich heute geimpft, ja, also ich muss dazu sagen, also gegen Corona, gegen was sonst, ich glaube, gefühlt gibt es gar keine anderen Impfungen, aber ich wurde heute hier geimpft, vor 2 Stunden und ja, ich weiß, es sind viele dagegen, viele sind dafür, ich bin so ein Zwischending, ich wollte es eigentlich nicht wirklich unbedingt, ich bin aber auch nicht dagegen gewesen, ich bin aber jetzt auch nicht vollkommen dafür gewesen, aber schlussendlich kommt man eh nicht mehr drum rum. Also mit ihrer komischen 3G-Regel und dass dann die Tests bald kosten und alles mögliche, habe ich keinen Bock drauf. Ich will auch endlich mal wieder in den Urlaub fliegen, ohne irgendwie noch 5-mal mich testen lassen zu müssen, in Quarantäne zu müssen und sonst was. Ich brauche auch endlich mal wieder richtigen Urlaub und ja, deswegen habe ich gedacht, hey, ich lasse mich jetzt impfen. Ich möchte auch am sozialen Leben noch teilnehmen und zu Konzerten gehen und sowas oder Veranstaltungen. Und leider ist es in Deutschland so, dass man dann ungeimpft oder so nicht mehr reinkommt oder ungetestet und der Test kostet dann und ja, egal. Jedenfalls habe ich das heute machen lassen und habe jetzt in 5 Wochen meine nächste Impfung. Und dann bin ich durch. Erstmal, ja, das habe ich heute machen lassen. Und dann war ich gerade, ich wollte mich eigentlich davor sträuben, aber ich war gerade im Supermarkt und habe dann das hier entdeckt. Und zwar den Dirty von Shireen David. Ich bin ja eigentlich nicht so, dass ich von solchen Leuten sowas kaufe, weil es eigentlich Quatsch ist. Oder weil es einfach schmeckt wie anderer Kram, aber irgendwie sieht die Dose so cool aus und es hat mich einfach angesprochen und ich dachte mir, Blaubeere finde ich eh immer voll geil, deswegen dachte ich mir, ich probiere es einfach und es ist ja, also hier steht drauf schwarz, was steht hier drauf, Schwarztee mit Heidelbeergeschmack oder Schwarztee und Heidelbeergeschmack und ich habe es gerade probiert und es ist lecker, ich muss es mir leider eingestehen, es ist extremst lecker. Sehr, sehr süß, aber wirklich, wirklich lecker. I know. Ich muss es mir, wie gesagt, leider eingestehen. Aber es ist so true. Es ist sehr, sehr lecker. Wie die anderen zwei schmecken, weiß ich nicht. Es hat mich jetzt nicht so angesprochen. Aber das hier, ich muss halt leider sagen, es hat mich leider angesprochen. Ja, auch wenn es sehr teuer ist eigentlich. Aber es schmeckt tatsächlich.
Ich habe schon wieder 5 Minuten gequasselt. Wow. Aber ich bin wieder zurück und ich werde jetzt auch gleich, ich bin total motiviert, ja, auch mit meinen Videos wieder. Ich werde jetzt gleich mein Thumbnail bearbeiten, um für morgen ein neues Video hochzuladen. Und dann werde ich gleich auch noch weiterschneiden für das nächste Video. Und ich bin total motiviert, jetzt endlich weiterzumachen. Und ich mache jetzt meine Haare zusammen. Und ja, habe jetzt endlich wieder Zeit für was anderes, beziehungsweise ich arbeite natürlich auch zu Hause viel oder von zu Hause aus, so ist das nicht, aber ich kann halt zu Hause meine Zeit einfach anders einteilen, ist ja logisch. Und ja, deswegen sehen wir uns hoffentlich jetzt wieder mehr. Ich habe mir ein T-Shirt bestellt von Riverdale und dieses T-Shirt ist zu klein, beziehungsweise es passt, aber eigentlich ist es mir irgendwie zu klein und ich weiß nicht, was ich damit machen soll, weil ich wegen diesem T-Shirt auf meine ganze Bestellung 2 Wochen warten musste, sonst ist das immer alles nach 2-3 Tagen da, aber da dieses T-Shirt nicht lieferbar war, hat die komplette Bestellung über 2 Wochen gedauert und jetzt passt dieses T-Shirt nicht und ich bin so übelst, was soll ich machen? Und ich habe mir auch noch einen neuen Rucksack gekauft dazu. Diese süße Rucksack hier, der ist von Mickey Mouse. Sehr, 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 sehr süß. Und ja, ich glaube, ich werde das T-Shirt umtauschen. Ich glaube, das werde ich jetzt mal machen, damit ich das morgen zur Post bringen kann. Das habe ich nämlich hier drinne. Das nervt mich total, weil ich deswegen so lange auf die Bestellung warten musste. Und ich habe auch ganz viele neue Bücher mir gekauft. Ich habe aber, durch dass ich keine Zeit hatte zum Vloggen, euch die nicht mehr gezeigt. Aber die meisten waren halt alle von Abel. Und mein Sub ist komplett eskaliert. Also ich kann euch ja mal kurz zeigen, wie mein Bücherregal aussieht. Aber ich habe ja 2 Bücherregale. Und diese komplette Hälfte ist einfach komplett ungelesen. Plus noch was in diesem Ding da drin ist. Ja. Ich muss jetzt halt auch momentan erstmal wieder so richtig in diesen Leseflow reinkommen. Jetzt, wo ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe zum Lesen, muss ich erstmal wieder so reinkommen. Das ist voll komisch. Ich fange gerade so viele Bücher an und bin irgendwie voll genervt davon. Aber ja, vielleicht habe ich jetzt einfach noch nicht so das richtige Buch gehabt. Und ja, ich glaube, ich werde das fertig machen, dass ich dieses T-Shirt umtauschen lasse. Am besten 2 Nummern größer, dann fällt es schön lässig. Ich liebe es ja lässig. Und ja, ich werde noch meine Wände streichen, wie man ja hier sieht. Ist ja alles so dunkel, komisch von diesem Klebzeug. Ach, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber auf jeden Fall will ich das mal noch streichen. Die Wand wurde ja erst gestrichen, aber die da hinten muss auch noch gestrichen werden. Das mache ich auch noch die Tage oder nächste Woche. Und zum Abendessen gibt es heute, glaube ich, einen Joghurt. Ich gehe mal hier durch. Guck mal in den Kühlschrank, was ich mir von dem Supermarkt gekauft habe. Aber ich glaube, ich werde diesen Joghurt Müsli dingend hier essen. Nehme ich den schon raus? Boah, dann ist der nachher nicht so kalt. Und ja, das wird nachher mein Abendbrot werden. Und ja, jetzt wie gesagt, mache ich erstmal das mit dem Video fertig. Mein Paket noch fertig. Das kann ich nicht fertig machen. Das muss ich morgen ausdrucken und bringe es dann morgen weg. Habe ich jetzt hier alles zugemacht. Ich muss mal 5-mal gucken, ob ich hier einen Kühlschrank zugepackt habe oder zugemacht habe. Und ja, ich bin echt krass motiviert, voll viel zu vloggen. Ich will so voll alles erzählen und so. Und ja, ich bin total motiviert, würde ich sagen. Yes, ich bin damit voll überfordert. Ich gönne mir jetzt ja diesen, so rum sieht es noch besser aus, diesen Joghurt und es ist halt irgendein Naturjoghurt und Erdbeersoße und Müsli oben drauf, genau. Noch sieht es satisfying aus, aber ich habe hier schon angefangen, sieht es nicht mehr so lecker aus. Aber den esse ich jetzt, gucke dabei ein bisschen YouTube und
Dann lasse ich den Abend noch ausklingen.